Ubisoft hat endlich bekannt gegeben, welche Inhalte wir im Ghost Recon Breakpoint Jahr 2 erwarten können. Sie nennen es zwar selbst nicht Jahr 2, aber da es wohl die einzigen Updates sind, die wir dieses Jahr bekommen werden, ist es de facto das Jahr 2. In diesem Video informiere ich dich über alle Informationen, die wir bereits haben und spekuliere auch ein bisschen über die Informationen, die wir noch nicht so richtig haben, worauf es aber Hinweise gibt. Bleib dran! Bevor es jetzt gleich ans Eingemachte geht, möchte ich dich noch darum bitten, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und das Video zu liken, denn damit würdest du meinem Kanal und mir persönlich auch sehr weiterhelfen. Vielen Dank schon mal. Ubisoft will auf dem aufbauen, was sie seit dem Release aus Breakpoint gemacht haben. Das beinhaltet unter anderem mehr Anpassungsmöglichkeiten, mehr Progression, einen höheren Wiederspielwert, Quality-of-Life-Verbesserungen, technische Verbesserungen und dieses typische und mehr, was so viel bedeutet, dass da vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten dazukommen. Besonders spannend finde ich die Progression und den höheren Wiederspielwert. Auf beide Punkte werde ich aber nachher nochmal gesondert eingehen. Schauen wir uns mal die Roadmap an. Und sprechen wir sofort über den Elefanten im Raum, und zwar das Tomb Raider Treasure Hunt Easter Egg. Ja, was soll ich sagen, wir hatten schon darüber spekuliert, was es denn sein könnte. Eine Idee, die wir hatten, war, dass es eine Schatzsuche wird, wie das auch so ähnlich schon war mit dem Indiana Jones Schatzsuche, bei der man dann als Belohnung das Indy Jones Shirt, glaube ich war es, bekommen hat. Und ja, also es wäre ein Understatement, wenn ich sagen würde, ich bin enttäuscht. Aber ja, gut, ich meine, es ist das, was wir bekommen, können wir nichts dran ändern. Ich hatte mir mehr erhofft, aber gut, jetzt wird es eben eine Schatzsuche. Die Schatzsuchen im Spiel an sich, die sind teilweise echt gut gemacht, also die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es dann wenigstens wirklich eine richtig gute Schatzsuche wird. Aber schauen wir uns mal die linke Seite der Roadmap an. Im März 2020 bekamen wir die Ghost Experience bzw. Ghost Erfahrung. Und jetzt mit dem Title Update 4.0.0 werden wir die Teammate Experience bekommen, oder auf Deutsch wäre es dann wohl die KI-Kameraden Erfahrung. Laut der Roadmap erscheint dieses Update gegen Frühlingsende. Also vermute ich, dass es so Anfang bis Mitte Juni wird. Denn der Sommeranfang ist am 21. Juni, also würde das da von dem Zeitraum her ganz gut passen, wenn das Anfang bis Mitte Juni ist. Die Teammate Experience bzw. das KI-Kameraden-Erfahrungsupdate will ein verbessertes Spielerlebnis mit den KI-Kameraden bieten. Dazu wird es eine XP-Progression, hier haben wir die Progression, von der ich eben gesprochen hatte, geben, also eine XP-Progression für die KI-Kameraden, über die wir dann auch passive Eigenschaften freischalten können und auch neue aktive Fähigkeiten freischalten können. Etwas Ähnliches hatten wir ja schon bei den Rainbow Six KI-Kameraden aus dem Live-Event Amber Sky. Da konnte Thatcher EMP-Granaten werfen, Ash konnte mit ihrem Granatenwerfer Fahrzeuge zerstören und Finca konnte uns heilen und boosten. Etwas Ähnliches wird das hier wahrscheinlich dann auch werden. Meine einzige Sorge ist ein bisschen, dass das Spiel dadurch vielleicht noch leichter wird. Und ich finde das Spiel an und für sich jetzt schon etwas zu leicht. Aber vielleicht können wir diese Fähigkeiten ja auch manuell triggern oder anschalten und ausschalten. Da hat sich Breakpoint ja schon die ganze Zeit so in diese Richtung entwickelt, dass man jedes Feature, das man haben will oder nicht haben will, an- oder ausschalten kann. Fände ich persönlich sehr geil. Dazu gibt es noch ein dediziertes Questlog. Was es damit auf sich haben wird, weiß ich nicht so genau. Ubisoft schreibt so, das dedizierte Questlog wäre, um mit den neuen Features der KI-Kameraden zu experimentieren. Was das jetzt genau heißt, weiß man nicht, aber ich vermute, dass es wirklich genau darauf hinausläuft, auf das, was ich eben gesagt habe, dass man diese Features, diese aktiven Fähigkeiten zumindest der KI-Kameraden manuell auslösen kann. Denn ansonsten würde ein dediziertes Questlog für die KI-Kameraden eigentlich keinen Sinn ergeben.
Ich vermute, dass das dann irgendwie so darauf hinausläuft, wenn ich es jetzt mal auf die Rainbow Six-Kameraden münzen würde, dass dann so Quests wären wie lasse Ash 5 gegnerische Fahrzeuge zerstören oder sowas in der Art. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ich finde es super geil. Ich hoffe auch, dass wir da auf unsere eigenen Erfahrungspunkte bzw. Skillpunkte zurückgreifen können. Denn davon habe ich, glaube ich, noch 159 Stück über oder so. Und ja, so ein Skillbaum für die KI-Kameraden. Ich vermute oder hoffe, dass es da auch für jeden KI-Kameraden einen separaten Skilltree geben wird. Weil ja Vasili ja zum Beispiel der Sniper ist, der Fixit, so der Ingenieur, Sturmtyp und Fury eher so die Panther-Schleichfrau. Und ja, also ich freue mich drauf, ich bin super gespannt, denn über dieses Questlog können wir auch zusätzlich dann natürlich als Belohnungen, als Questbelohnungen, neue coole und exklusive Belohnungen freischalten. Was das sein wird, ich vermute halt ein paar Cosmetics, würde ich vermuten, vielleicht eine Waffe 2. Vielleicht aber ja auch komplett neue Skins für die KI-Kameraden oder vielleicht sogar komplett neue KI-Kameraden. Ich fänd's geil, aber wir werden sehen. Wenn wir uns dieses Bild noch genauer anschauen, sehen wir hier im Kreuz angeordnet ganz viele Nomads, Furies, Fixits und Vasilis. Und noch einen Soldaten, der eine normale Tarnung trägt, in Anführungszeichen. Das hat garantiert auch irgendwas zu bedeuten, denn ich glaube nicht, dass Ubisoft da einfach so viele gleiche Charaktere unterbringen würde, wenn es keine Bewandtnis hätte. In dem oberen Teil dieses Kreuzes sind auch hinten Vasili und Fixit so ausgeblendet, so mit blauer Farbe so ausgeblendet. Und das könnte vielleicht darauf hindeuten, dass man die beiden ausschalten kann und dann nur mit Fury hier in dem Fall dann umherlaufen kann. Wenn wir aber links schauen, da ist nur Fixit, rechts ist nur Vasili. Also wenn wir es zusammenfassen, oben nur Fury, links nur Fixit und rechts nur Vasili. Also können wir vermutlich auch mit einzelnen KI-Kameraden nur ins Feld ziehen. Wenn das wirklich so ist, dann wäre das wäre ein absoluter Gamechanger. Dann könnten wir endlich so als richtiges Sniper-Buddy-Team auf Tour gehen. Wäre richtig geil. Also da würde ich mich wirklich richtig drüber freuen. Da wäre ich richtig gehypt. Aber wirklich genau wissen tun wir es natürlich nicht. Unten haben wir im unteren Kreuz haben wir dann wieder alle drei KI-Kameraden zusammen und in der Mitte der Nomad im Hintergrund. Was auch cool wäre, wenn man entscheiden könnte, mit wem man auf Tour geht. Also nicht, dass man nur einen zwingenderweise dann aktiviert, sondern vielleicht sagt, jawohl, wir gehen jetzt mit Fury und Vasili los oder mit Fixit und Vasili oder mit Fixit und Fury. Das wäre auch cool. Dann könnten wir so ein Dreiergespann, so als Dreiergespann losziehen. Also, aber egal wie es ist, auch wenn wir nur einen auswählen können würden, wäre das echt geil. Aber ich bin wirklich gespannt. Vielleicht ist das auch nur Zufall, irgendwie grafisch und damit es grafisch cool aussieht oder so, keine Ahnung. Vielleicht versteckt sich da auch noch eine andere geheime Botschaft dahinter, die ich jetzt hier nicht sehe. Vielleicht schreibst du mal in die Kommentare, ob du da vielleicht noch irgendwas anderes rauslesen kannst. Das sind so, wie gesagt, so meine 50 Cent dazu. Ja, dann kommen wir mal noch zu diesem einen Charakter rechts, der kein KI-Kamerad zu sein scheint, denn er benutzt ein Fernglas. Dass die KI-Kameraden Ferngläser benutzen, habe ich bisher noch nie gesehen. Könnte natürlich ein neues Feature sein, aber ich finde, es macht keinen Sinn. Ja? Und deshalb würde ich vermuten, dass es sich hierbei um den Spielercharakter handelt. Warum der da rechts nochmal ist, obwohl dann Nomad an sich schon da ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ich vermute, dass der irgendwas zeigt, irgendwelche Cosmetics oder so. Das werden wir dann aber spätestens mit dem Title Update 4.0.0 sehen. Und du wirst das bei mir dann auch hören, denn ich werde dann bestimmt ein Video zu machen.
Auf diesem Bild versteckt sich auch noch ein weiteres kleines Detail. Und zwar, wenn wir bei der oberen Fury mal schauen, da ist da so an ihrer rechten Hand, beziehungsweise aus unserem Blickwinkel links, da gehen so Kreise raus. Und wenn du Future Soldier gespielt hast, also Ghost Recon Future Soldier, dann erinnerst du dich vielleicht an dieses Waffeninterface, das vorne an der, also immer an der Waffe dran war, das auch so in Kreisform halt war. Und vielleicht ist das auch noch ein Hinweis auf Future Soldier. Vielleicht ist das eine Future Soldier-Referenz. Vielleicht bekommen wir ja auch wieder die optische Tarnung, wie wir sie auch schon in Wildlands hatten. Fände ich persönlich auch mega geil. Würde ich mich super drüber freuen. Würde auch super zu diesem ganzen Setting da auf Aurora und so weiter passen. Ja, aber wie gesagt, das sind alles Spekulationen. Wirklich wissen tue ich es nicht. Aber ich würde mich sehr drüber freuen. Future Soldier mit einzelnen KI-Kameraden losziehen oder mit auswählbaren KI-Kameraden und ja, ein paar neue Cosmetics, was auch immer das sein wird. Vielleicht der Rucksack, vielleicht der Pulli, Knieschoner, keine Ahnung. Kommen wir zur rechten Seite der Roadmap. Dabei handelt es sich um das Title Update 4.1.0. Wir sehen hier Operation irgendwas, das ist ausgeschwärzt, können wir hier jetzt noch nicht lesen. Und wir sehen auf der Akte ein Post-it mit Call Bowman. Wir können das Bowman nicht wirklich lesen, aber das heißt 100% Bowman. Denn wir sehen auch unten rechts neben der Akte, beziehungsweise halb unter der Akte, ein Bild von Bowman. Dann oben drüber Karen Bowman, also ihr voller Name, beziehungsweise ihr voller Deckname, Karen Bowman. Und ja, es geht um irgendwas mit Karen Bowman. Wenn du Karen Bowman noch nicht kennst, spiel auf jeden Fall Ghost Recon Wildlands. Denn das ist dort so unsere Ansprechpartnerin, nenne ich es mal. Es ist so die CIA-Tante aus Wildlands. Ja, ich habe die am Ende von Wildlands oder auch schon mittendrin richtig lieb gewonnen. Und wir können, ich versuche jetzt mal nicht zu spoilern, wir können in Wildlands zwei Enden erspielen. Ein Ende, bei dem Bowman ihren Befehl befolgt und ein Ende, in dem sie ihren Befehl nicht befolgt. Und ich bin super gespannt, wie Bowman hier jetzt in Breakpoint dann introduced, jetzt spreche ich schon Englisch, reingebracht wird, so vorgestellt wird. Denn das könnte dann Hinweise darauf geben, welches der beiden Enden aus Wildlands denn nun das richtige Ende ist. Also das Ende, dass das Ende das Kanon ist. Und ja, da bin ich sehr drauf gespannt und ich freue mich super darauf, Bowman wiederzusehen. Und ja, ich hoffe, sie ist nicht böse, so wie Walker. Wobei Walker auch in Wildlands schon ja ein ziemlicher Arsch war. Aber ja, ich hoffe, Bowman ist uns freundlich gesinnt und ja, diese ganze Operation, das könnte ja, wie gesagt, es könnte Episode 4 sein. Denn Ubisoft schreibt auch selbst, dass das eine der bisher größten Operationen sein wird. Und ja, das ist 100% kommt da auch dieser höhere Wiederspielwert zum Tragen. Denn dass der höhere Wiederspielwert irgendwie durch die KI-Kameraden hier bedingt wird, das glaube ich absolut gar nicht. Also aber durch so eine extra Operation, das kann ich mir schon gut vorstellen. Denn einen höheren Wiederspielwert kann man ja über verschiedene Mechanismen triggern, nenne ich es mal. Das können Zufallselemente sein, wie zufallsgenerierte Missionen, also im RPG-Sprech mal so zufallsgenerierte Dungeons oder auch irgendwie, wenn wir an Far Cry zurückdenken, da hatten wir wenn ihr euch erinnert, diese Outposts, die man immer wieder spielen konnte. In Far Cry 3 war das, glaube ich, in 4 war es in 4 auch noch drin? 3 und oder 4. Da konnte man diese Outposts halt capturen. Das war ja so, wie man halt die Karte aufgedeckt hat quasi. Und dann konnte man aber für eine extra Challenge dann diese Outposts dann nochmal auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden mit verschiedenen Parametern nochmal spielen. Sowas könnte es eventuell sein, könnte ich mir vorstellen.
oder vielleicht auch irgendwas komplett anderes. Ich weiß es nicht, ich freue mich auf jeden Fall auf diese Operation, allein schon wegen Karen Bowman. Ich freue mich zwar super auf den höheren Wiederspielwert, wie auch immer der da reingebracht wird, aber mal unter uns gesagt, scheiß auf den Wiederspielwert, ich will Karen Bowman. Vielleicht bekommen wir die sogar als spielbaren Charakter, so als Kostüm, das wäre auch cool. Aber hoffentlich ist sie nett, hoffentlich ist sie lieb. Und wir müssen sie nicht bekämpfen, denn das wäre der ultimative Abfuck, wenn wir sie bekämpfen müssten. Das wäre echt zensiert. Auf dieses Update müssen wir allerdings leider noch eine Weile warten, denn das soll erst im Herbst rauskommen, also irgendwann zwischen September und Dezember. Und ja, jetzt nochmal der Hinweis, bitte abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke und like das Video. Denn damit hilfst du mir und meinem Kanal wirklich sehr weiter. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, darfst du dieses Video auch sehr gerne teilen oder generell alle meine Videos auf WhatsApp, Instagram, Facebook, wo auch immer. Ja, darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, schreib mir mal in die Kommentare, wie du diese Roadmap hier auffasst. Vielleicht fällt dir ja auch noch was auf an dem Bild hier, was ich jetzt gar nicht so gesehen habe. Ja, an dieser Roadmap-Grafik. Und ja, ich bin auf jeden Fall super gespannt, welche Ideen du hast. Du darfst natürlich auch gerne auf unseren Discord kommen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Da ist jeder herzlich willkommen, der nett ist. Und ja, und egal wie du dich entscheidest, wir sehen uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.